Was sagt Kiew jetzt zu diesem mutmaßlichen Angriff auf den Kreml? Kiew widerspricht dem ausdrücklich. Serhiy Nikiforow, der Pressesprecher von Präsident Zelensky, der hat verlautbaren lassen, man wisse nichts über diesen Angriff auf den Kreml, man habe damit nichts zu tun und auch gleich hinterher geschickt, dass die Ukraine zum Ziel habe, das eigene Territorium zu befreien und nicht fremdes Territorium anzugreifen. Also da möchte man jegliche Verantwortung auch von sich weisen. Allerdings scheint es tatsächlich ein Gefahrenbewusstsein zu geben. Wir haben hier vor circa 5 bis 10 Minuten die Alarmsirenen angehen gehört. Das bedeutet, die ukrainische Luftabwehr ist am Arbeiten. Und wir haben dann auch gleich die Karte gecheckt und gesehen, dass jetzt weite Teile der Ukraine gerade unter Luftabwehralarm stehen. Das bedeutet, man bereitet sich darauf vor, dass Russland eine direkte Gegenattacke möglicherweise fahren könnte, möglicherweise als Reaktion auf diesen Drohnenangriff auf den Kreml. Wir haben hier aktuell einen Schutzbunker in der Nähe, deshalb kann ich hier weiterhin stehen und in Kiew ist es hier auch gerade ruhig und das bedeutet auch nur, dass im ganzen Land möglicherweise dann solche Raketen auf die Ukraine abgeschossen werden und nicht konkret auf Kiew. Was Michailo Podolyak, der Präsidentenberater, jetzt heute auch noch dazu gesagt hat, ist, dass ein solcher Drohnenangriff auf den Kreml, dass das der Ukraine nichts bringen würde, dass man sich da ja nur selbst in Schwierigkeiten bringen würde, aber vielmehr würde das Ganze als Vorwand möglicherweise genutzt von Moskau, einen größeren terroristischen Akt auf die Ukraine zu verüben. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.